Presentem a la Filmoteca Colònia Dignidad una pel·lícula del Florian Gallenberger produïda per Benjamin Herman. És una pel·lícula que situa la seva acció just, comença molt pocs dies abans del cop d'estat en el Xile de Pinochet, just abans, i després mostra el que podia passar en un lloc secret a la Colònia Dignidad, que era un lloc controlat per uns alemanys, diguéssim, inquietants. La situació i la pel·lícula es pot fer ara perquè Alemanya és un país unificat, és un altre país, o en el moment de la República Federal això hauria estat molt conflictiu. Naja, Sie fragen wahrscheinlich, aus politischen Gründen wäre es möglich gewesen oder nicht. Ich glaube, dass es aus einem anderen Grund nicht möglich gewesen wäre, den Film als deutschen Film damals in Deutschland zu finanzieren. Das wäre ein großes Problem gewesen, weil der Film war nicht billig. Ich glaube aber auch, dass die größere historische Distanz zum Sujet den Blick auf diesen Vorfall erleichtert hat und dass diese historische Distanz die Dinge irgendwie anders einen die Dinge anders angehen lässt. Und dadurch, dass die Colonia mittlerweile relativ sich geöffnet hat, hatte ich die Möglichkeit, als Filmemacher zur Recherche dorthin zu fahren und diesen Ort wirklich kennenzulernen und wirklich in Kontakt zu kommen mit diesen Menschen, die in dieser Sekte gelebt haben. Und das wäre zu Zeiten der Bundesrepublik vollkommen unmöglich gewesen, sodass ich mich als Filmemacher nicht so in das Thema hätte einarbeiten können und nicht so ein Verständnis von dieser Welt, von Paul Schäfer und der Sekte hätte bekommen können, wie es eigentlich nötig ist, um so einen Film zu machen. Und von daher glaube ich, dass es tatsächlich erst jetzt gegangen ist, diesen Film so anzugehen. La pel·lícula també mostra un grau de, no de complicitat, però en tot cas de comprensió o d'amistat entre les autoritats diplomàtiques alemanes a Xile en aquell moment i la dictadura de Pinochet, molt desagradable, no? Per diguéssim, per la pròpia Alemanya mostrar això, és, suposo que la pel·lícula és molt impressionant per un alemany mostrar això, és un tema conflictiu, no? Also das war für mich ein ganz wichtiger Aspekt an dieser Geschichte, dass das Verhalten der deutschen Botschaft und somit des Auswärtigen Amtes vollkommen skandalös war. Also über 25 Jahre hinweg wurden diejenigen, die es geschafft haben, aus der Colonia zu fliehen, also das war nicht so einfach, da gab es diesen Zaun und es gab Selbstschussanlagen, also es war lebensgefährlich zu versuchen, dort rauszukommen. Und diejenigen, wenigen, die das geschafft haben, die mussten in die Botschaft, weil sie keine Pässe hatten. Und um das Land zu verlassen, braucht man einen Pass. Und die wurden 25 Jahre lang, wurden diese Leute von der Botschaft zurückgeschickt in die Colonia Dignidad. Da hat die Botschaft angerufen und hat gesagt, da ist wieder einer da. Und dann sind die gefahren und haben den abgeholt. Und diese Menschen, die dann zurück in die Sekte kamen, die wurden also bestialisch bestraft mit Elektroschocks und Psychopharmaka und Inhaftierung über Jahre hinweg. Und die Vorstellung, dass ich unter Lebensgefahr aus einer solchen Hölle fliehe und dann schickt meine eigene Botschaft, von der man natürlich erwartet, es sei ein sicherer Hafen, schickt meine eigene Botschaft mich zurück in diese Hölle, das finde ich unglaublich. Und das ist 25 Jahre lang geschehen und das ist auch ein Punkt, den ich mit diesem Film wirklich zeigen wollte und der zum ersten Mal jetzt in Deutschland auch Gehör gefunden hat. Und das ist natürlich auch eine Frage, wo man sich fragt, warum hat die Botschaft das so gemacht? Warum wurde die Colonia so lange unterstützt? Und das ist eine Vielzahl von Gründen, glaube ich. Aber vor allem ist diese Botschaft in Chile immer sehr rechtsnational konservativ besetzt worden, sodass es eine natürliche Nähe auch zum Pinochet-Regime gegeben hat. Und zum anderen hatte man Angst um das Deutschlandbild. Und die Colonia hat das Deutschlandbild in Chile geprägt. Und da wollte man die guten Deutschen nicht bloßstellen und diese zwei vollkommen falschen Verhaltensweisen haben dann dazu geführt, dass es über so einen langen Zeitraum dieses skandalöse Verhalten gegeben hat. No, és una, la qüestió és la recreació de la Colònia Dignitat, la construcció del decorat de la casa, el lloc, etc. Tot això on s'ha fet, la recreació d'època és excel·lent. Això ha estat especialment costós, difícil. Quins elements heu utilitzat per poder reconstruir tot això? En fi, una mica aquesta història. Also wir hatten ursprünglich überlegt oder auch mal überlegt, ob man die Szenen in der Colonia, in der realen Colonia drehen kann.
Denn die Corona gibt es ja noch, man kann da hinfahren, aber da leben natürlich noch viele der vor allem alten Mitglieder der Colonia Dignidad, sodass wir gesagt haben, das ist keine gute Idee, da etwas nachzustellen, vor allem mit sozusagen dem Anführer, der ja dann schon tot war, mit Paul Schäfer, wo dann ein Schauspieler als Paul Schäfer rumläuft, und haben uns relativ schnell davon verabschiedet und haben gesagt, okay, wir müssen einen Ort finden, wo wir das nachkreieren können, und haben, glücklicherweise sieht die Originalkolonia relativ mitteleuropäisch aus, die Umgebung, bisschen, die Straßen sind etwas sandiger als in Mitteleuropa, und wir haben einen Ort in Luxemburg gefunden, eine alte Schiefermine, wo wir ein paar Häuser, die da standen, benutzen konnten und andere gebaut haben, wie das Haus von Paul Schäfer ist komplett gebaut worden und andere Fassaden wurden davor gesetzt. Also es wurde ein sehr großer Aufwand betrieben. Ein Teil der Frauenquartiere ist in München gedreht worden, in einem alten Krankenhaus. Also man hat das so zusammengebaut aus verschiedenen Drehorten und das war natürlich teuer, klar, weil sowas zu bauen in so einem Aufwand ist aufwendig. Und die Authentizität war uns aber sehr wichtig, sodass der Szenenbildner Bernd Lepel, der in Deutschland ein wirklich großartiger Szenenbildner ist, der ganz viele tolle Filme gemacht hat, Der Untergang zum Beispiel und andere, der hatte die Originalarchitekturpläne von der Colonia. Die sind gestaltet worden von einem eigenen Architekten der Colonia, Wiese hieß der, und diese Pläne gibt es noch. Und die hat unser Szenenbildner bekommen und konnte daraufhin 1:1 nachbauen. Mit allen kleinen Elementen, die da stimmen, mit den Palmen, die auch da in der Originalkolonia hingesetzt wurden, die wachsen da auch so nicht. Und konnte da so für eine sehr große Authentizität sorgen. Okay, doncs escolta, moltíssimes gràcies. Gràcies. I molta més sort a la pel·lícula que a la Colònia Dignitat.